Er ist der Neue. Evangelos Karagles übernimmt seit dieser Saison das Team vom SV Blau-Weiß Bochum und stellt die Wasserfreundinnen Spandau vor eine Herausforderung. Zwar entscheiden die Gastgeberinnen die Partie mit 14:11 für sich, leicht hat man es ihnen aber nicht gemacht. Unser Ziel ist es, bereit für die Playoffs zu sein. Wir wollen die Meisterschaft ein bisschen interessanter gestalten. Karagles bringt zwei Dinge mit: Erfahrung und Motivation. Als Spieler war der ehemalige Center in Griechenland und Italien aktiv. Als Trainer betreute er zuletzt die Herren vom SV Blau-Weiß Bochum. Auch als Spandau zur Halbzeit mit 8:3 vorne liegt, findet er die richtigen Worte und startet eine Aufholjagd. Kapitänin Jana Stüwe netzt zum 9:7 am Ende des dritten Abschnitts. Es ist eines von insgesamt 7 Toren. Er sagt, was er uns von uns verlangt, und das verlangt er auch, aber das wollen wir ihm auch beweisen und geben. Und dabei ist er aber trotzdem noch lustig drauf und hat Ahnung. Er ist der Altbekannte. Schon seit klein auf Mitglied bei den Wasserfreunden, seit 2018 Trainer des Damenteams, mit denen er seither jede Saison die Meisterschaft gewonnen hat. Marco Stamm. Gegen Bochum muss sich sein Team ganz schön strecken, behält aber die Nerven. Dora Kangler bringt mit dem 10:7 die 3-Tore-Führung, die die Wasserfreundinnen bis zum Spielende halten. 14:11 der Endstand, ein hart erkämpfter Arbeitssieg für Spandau. Enger als ich davon ausgegangen bin, muss ich ehrlich sagen, und was auch die letzten Ergebnisse eigentlich immer gezeigt haben. Also ich würde mir wünschen, dass alle Spiele in der Bundesliga so wären. Dann würden wir auch international viel besser abschneiden, alle Mannschaften. Apropos international, in der Bundesliga-Pause startet Bochum in der zweiten Runde des European Challenger Cups. Für Spandau steht Mission Titelverteidigung in der Donauliga an. Und auch wenn man gegen Bochum nicht zu 100% zufrieden war, nimmt man Positives mit. Wir haben trotzdem bis zum Ende gekämpft, wir haben nicht den Kopf hängen lassen und trotzdem das Spiel souverän zu Ende gespielt dann. Spandau bleibt ungeschlagen, Bochum zeigt sich selbstbewusst. Die 2 Punkte bleiben in Berlin. Mit Evangelos Karagles und Marco Stamm an der Seitenlinie bleibt es aber spannend.